Magst du den Song? Yes, I do. Warum erzählt ihr mir erst jetzt, dass Alfredo ein Gemälde zum Restaurieren geschickt hat, das ihr einen Tag später zur Auktion freigeben wolltet? Wir haben es selbst gerade erst erfahren. Hat er es euch gesagt? Nein. Wir haben es durch Ray erfahren. Das war anzunehmen. Erst die Verschuldung, dann passiert das. Was willst du damit sagen, Anna? Alle Anzeichen sprechen offensichtlich gegen ihn. Das führt mich zu einer einzigen Schlussfolgerung. Nein, Augenblick mal, Anna. Das ist unmöglich. Alfredo kann die Gemälde nicht gefälscht haben. Er ist ein guter Mensch. Wir vertrauen ihm voll und ganz. Ja, ihr schätzt ihn. Aber lasst die persönliche Ebene beiseite und denkt einmal rational. Ihr habt mir vor kurzem erzählt, dass Alfredo eine beachtliche Summe Schulden hatte, richtig? Ja, aber die hat er beglichen. Ihr habt die Belege selbst gesehen. Und wenn er sich erneut verschuldet hat? Dann würde er einen anderen Weg finden, um an Geld zu kommen. Ich glaube nicht, dass er fähig wäre, uns so etwas anzutun. Schon gar nicht Luna. Gut. Wie auch immer, leider muss ich jetzt gehen. Aber eins wollte ich euch noch sagen. Die Polizei konnte die Identität der Person feststellen, die zur Anzeige gebracht hatte, dass ihr vorübergehend untertauchen wolltet. Das war nicht einfach, aber sie haben jetzt ihren Namen. Und wer war es? Wer hat uns angezeigt? Eine gewisse Victoria Soreda. Kennen Sie die? Simone, bitte gib mir mal den Ordner, wo Lieferanten draufsteht. Ich gehe jetzt und muss den mitnehmen. Ich habe 1000 Sachen zu erledigen. Ist das der? Ja, der. Okay, danke. Ich muss mit dir reden. Was gibt's? Ah, ich weiß es. Du willst meine Flash-Open-Idee loben. Jetzt merkst du, dass ich doch nicht so schlimm bin, oder? Tja, falls du damit erreichen willst, dass es zwischen uns allen Krach gibt, glaube ich, dass dein Plan aufgehen wird. Und wenn ich damit erreichen will, dass wir alle endlich Freunde werden? Aber wenn du Benicio in unser Team steckst, kriegen wir überhaupt nichts gebacken. Wir kommen auf keinen grünen Zweig. Er wird keinen Song singen, den wir wollen. Wenn es nicht nach ihm geht, weigert er sich. Okay, schon gut. Ich rede mit ihm und regel das. Keine Sorge. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ja, ich will dir was Wichtiges zeigen. Und was soll ich jetzt damit anfangen? Naja, die Sache ist die... Das sind die Songs, die Benicio beim Open singen will. Und das habe ich zufällig gefunden. Das ist die Telefonnummer von Felipe Mendevier. Und mir ist aufgefallen, dass das ein und dieselbe Handschrift ist. Beziehungsweise könnte man denken, dass Benicio beides geschrieben hat. Und ich dachte, ich frag dich mal. Vielleicht weißt du irgendwas davon. Denn als Luna versucht hat, ihn anzurufen, wurde ihr gesagt, Felipe wäre verreist. Ich will nicht behaupten, dass ihr das wart.